wir zu unseren Sporttipps an diesem Wochenende. Da geht es auch rauf auf zwei Räder. Allerdings ist da doch ein bisschen mehr PS dabei. Was es damit genau auf sich hat und was grundsätzlich sportlich los ist an diesem Wochenende hier bei uns in der Ronn-Region, die Tipps hat Marcel Schreiner. Die Maschine ist noch etwas zu jung, um am Wochenende mitzumachen. Aber ich könnte eh nicht mitmachen, weil ich noch zu langsam bin. Da muss ich noch einiges üben, um auf dem Level zu sein, auf dem die Jungs sind, die am Wochenende in Hockenheim auf dem Ring sind. Mit dem Mai-Pokal-Revival beleben die Organisatoren dort das einstige Traditionsrennen auf zwei Rädern. Der Mai-Pokal wurde schon in den 50er Jahren ausgetragen und erst um die Jahrtausendwende abgesetzt, um jetzt sein Wiederaufleben zu feiern. Und das stößt auf tolle Rückmeldungen. Insgesamt gehen hier mehr als 450 Starter auf die Bahn. Mit dabei sind alte Schätzchen und dazu aktuelle Renn- und Sportmotorräder. Auch Seitenwegen werden bei einigen Rennen mit am Start sein. Das freie Training ist hinter mir schon in vollem Gange. Am Samstag um 13.30 Uhr startet das erste Rennen. Am Sonntag um 16.10 Uhr das letzte. Und für uns geht's jetzt mit Vollgas zum nächsten Tipp. So viel Übung kriege ich bis zum Wochenende sicherlich nicht mehr. Deswegen widme ich mich jetzt erstmal einer anderen Sportart, dem Racquetlon, wo man unter anderem diesen Schläger hier braucht, aber auch noch viel mehr. Bei dieser Sportart wird nämlich hintereinander weg Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis gespielt. Anmelden konnte sich jeder, der Lust darauf hatte, wenngleich man nicht mehr mitmachen kann. Zuschauen kann man trotzdem und da wird einiges geboten. In allen vier Disziplinen spielen die Teilnehmer bis 21. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Klingt erstmal ganz einfach, kann aber ganz schön anstrengend sein. Die Doppelweltmeisterschaft war gestern und heute. Am Wochenende geht es hier im Racquet Center direkt weiter mit der IWT Nussloch Open. Vorbeischauen lohnt sich. Und für Tipp Nummer 3 geht es jetzt direkt aufs Wasser. Allerdings nicht zum Abkühlen, sondern zum Rennen. Auf dem Neckar findet Samstag und Sonntag die Heidelberger Regatta statt. Heute wurde dafür noch kräftig vorbereitet, Boote gerichtet und natürlich auch ein bisschen trainiert. Während es für die Erwachsenen vor allem um den freundschaftlichen Wettkampf geht, kämpfen die Kids um Punkte, die zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigen. Hier auf dem Neckar geht es am Wochenende Schlag auf Schlag. Und wem das alles viel zu schnell war, der hat jetzt noch mal einen Durchlauf in Slow Motion, also ganz gemütlich. In Hockenheim ist Vollgas angesagt. Das Mai-Pokal-Revival bringt Motorrad-Action zurück auf den Ring. Im Racquet Center in Nussloch geht es auf den Court. Badminton, Tischtennis, Squash und Tennis stehen beim Racquetlon auf dem Programm. Und auf dem Neckar in Heidelberg findet die Heidelberger Regatta statt.